Moin, Kinners, und willkommen zurück hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach Map. So, ich bin gerade dabei, alle Fahrzeuge irgendwie wieder in Gang zu setzen. Was haben wir hier noch? Fahr mal weg. Ist hier noch was drin? Nee, da ist nichts mehr. Gut, du kannst losfahren. Genau, danke schön. So, wir sehen hier, Bretterpaletten ist fast voll. Das heißt, wir brauchen den Friesenjong. Friesenjong, wo stehst du denn? Ach, du bist, glaube ich, noch hier unten, genau beim Heizkraftwerk war das, glaube ich. So, dann haben wir eine ganz schöne Strecke jetzt zum Zurückfahren. Aber es muss halt gemacht werden. Alle anderen Fahrzeuge sind jetzt wieder am Laufen. Das heißt, es wird angesät auf der 19. Es wird Hackschnitzel verteilt. Das war ja das Hauptding, warum wir das mit den Pappeln gemacht haben. Wir müssen halt gucken, dass wir die Hackschnitzel jetzt zur Zellstofffabrik bekommen und eben auch die Pelletsproduktion, dass die voll wird. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut dabei im Moment. Dann müssen wir gucken, das hätte ich eigentlich jetzt schon machen können, das machen wir aber gleich. Die 2, da wo die Pappeln drauf waren, gedüngt haben wir die ja schon, das heißt, die wartet im Grunde auch auf die Sämaschine. Aber die ist ja noch auf der 19 am Arbeiten. So, da haben wir schon mal die Holzverarbeitung. Und aber wir müssen ja hoch zur Industrieanlage. Also ziehen wir einmal durch hier. Auf nach oben. Oh. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich den Hänger dran? Ja. Aber wir können ja schon mal jetzt so auf dem Weg, wo es hier langsam gerade geht, einmal umstellen auf die Holzpaletten. Genau. Damit wir gleich die Bretterpaletten da einmal aufladen können und rüberbringen zur Leerpalettenproduktion. So, ein bisschen vorsichtiger hier. Einmal darum, einmal darum. Der Multi und der Helmer, dann haben die sich irgendwo vermutlich wieder, das möchte ich jetzt fast schon behaupten, genau, bei der Zellstoffgeschichte. So, komm, Multi, fahr raus. Und dann kannst du hier auch weitermachen. So. Hier sind wir. Wir hängen mal den Anhänger ab. So. Und dann wuchten wir das Zeug einfach mal kurz und knapp hier rüber. So, wie viel haben wir hier noch? Nochmal 4. So, jetzt steht der nächste da im Stau. Oh Mann, da habe ich jetzt nur einfach mal schnell gedacht, ich lasse den Hänger da stehen und schon. Ja, 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 wir kommen schon, wir kommen schon.
dann stellen wir den erstmal hier hin, weil im Moment brauche ich den nämlich nicht. Aber wir gucken mal ganz kurz, wie es denn bei der Pelletsfabrik und bei der Zellstofffabrik aussieht. Zellstoff sind doch bei 48% inzwischen angelangt. Ja. Und bei den Pellets haben wir 65, also da können sie noch ein bisschen was transportieren. So, du fährst, du stehst hier rum. Hier, genau, Tiere. Kühe brauchen eigentlich von allem irgendwas. Vor allem, wir fangen mal mit dem Kraftfutter an. Das machen wir aber nicht mit dem hier. Ja, da bräuchte man da jetzt einen großen Ding. Wobei, warte mal, wo steht denn der Arox? Der steht hier. Und wo ist dann dein schöner Cat Trailer? Cat Trailer, den brauchen wir. Dann sind wir doch ein bisschen. Ah, gut. Schon gefunden. Ah, Brems. So, der Multi und der Big X. Ne, Big M. Stecken im Verkehr fest. Das kann rein theoretisch. Ja, ich würde sagen bei der Einfahrt sein, aber es ist die Ausfahrt. So, die Bremsen von dem sind auch nicht wirklich gut. So, Mischfutter haben wir gesagt, wollen wir haben. Mischration. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns mal schnell um den Stau hier. Ja, komm. Beeilen, damit wir den gleich hier. Na gut, sonst müssen wir rückwärts wegfahren. Der 900 Vario ist fertig. Das ist doch unsere Sämaschine, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist gut, dass der fertig ist. So, dann machen wir kurz den hier ein bisschen aus dem Weg. Das heißt, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Der hat hier Mais angesät und jetzt geht er auf die 2 rüber. Und macht Weizen. Ich gucke aber vorher nochmal, ob ich auch wirklich... ob ich wirklich gedüngt habe. Aber erstmal suche ich mir den Kurs hier raus. Sehen 15 Meter auf der 2. Ja, guck mal, da wächst schon was. So, wir wollten gucken. Die 2 ist gedüngt und sie muss nicht gepflügt werden. Und wo geht das los? Irgendwo wohl hier. Das sagen wir einfach mal. Mach mal los.
Und wir kümmern uns weiter um die Tierchen. Ich würde es gern zumindest alles irgendwie grün bekommen hier. Aber so viel Mischfutter haben wir hier gar nicht mehr, habe ich ja gesehen. So, und um das jetzt ein bisschen leichter zu machen, machen wir hier das Türchen auf und machen hier quasi eine Durchfahrt. Weil unsere Kühe sind ja gut erzogen und hauen nicht ab. Haha. Das ist ja auch schon mal etwas. So, jetzt stellen wir uns auch gleich richtig rum hin. Oh, ja gut, da müssen wir kurz warten. Aber in der Zwischenzeit können wir gucken. Genau, der ist inzwischen hier angekommen. Das heißt, der kommt auch erstmal hier weg. So. Dann warten wir. So, Mischration. Während der belädt, wo habe ich denn den? Hier. Ach, der steht auch hier oben. Mann, ich hatte gedacht, der steht schon bei der Rinderzucht unten. Weil da müssen wir auch mal gucken, wie sich das da aussieht mit. Mit Mischfutter. Weil wir hier ja nicht mehr so sonderlich viel haben. Da müssen wir gucken, dass wir gut produzieren da unten. So, und während der hier ablädt, fangen wir hier schon mal mit dem Gras an. Gras. Wir machen jetzt aber mal wirklich, dass wir 12 Ballen uns hier hinlegen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, ein bisschen schräg. Runterfallen. Na. Wird Gras angenommen, das ist schon mal gut.
Na, oh, nicht schon wieder. So, das sollen aber auch erstmal die letzten Grasballen sein, die wir hier reinschmeißen. Ja, gehen sogar alle rein und wir sind ja im grünen Bereich. Das war ja das, was wir wollten. Dann machen wir noch schnell Stroh. So, ich will das mit den Tieren heute hier noch fertig bekommen. Und ich glaube, hier müssen wir nur ein Stückchen rückwärts fahren. Was war das jetzt eben für eine Meldung? Irgendwas mit Bretterpalette? Stroh etwa schon voll? Nee. Wieso willst du nicht? Hallo. Ja, gut. Geht doch alles. Wenn man nur will. Autosave dazu. Na komm, das schaffen wir noch. So aber nicht. Aber ich habe das Gefühl, nee, eigentlich nicht. Wieso? Ah, da muss man ein bisschen Schlangenlinien fahren, dann geht das. Das machen wir jetzt mal ein bisschen professioneller. Dann nehmen wir die noch mal zusammen hier. Und dann kriegen wir das gerade so hin. So, wir machen den mal aus. Ja, ist erstmal wieder alles im grünen Bereich. Das ist gut. Wir haben 100.000 Liter Milch. Ja, toll. So, wir bringen aber den hier noch schnell raus hier. Ups, das war wohl der Lilly. So, dann sind wir aber auch für den Moment erstmal fertig. Wir gucken dann, was wir morgen so alles anstellen können hier. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und tschüss.